Das Schnittmuster ist die Nummer 79 Hemd. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Olle YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und ich nähe heute meine allererste Bluse inklusive Knopfleiste, Kragen, Manschetten und das Ganze aus Viskose und ich nehme euch mit auf meiner Nähreise. Also, das alles begann so. Ich habe hier diese Bluse, die ich wirklich absolut liebe, aber es ist eine Kaufbluse. Und dann war ich auf der H&H am Stand von Lillisholm in Pelle und habe da eine Bluse gesehen. Ich kann euch hier mal ein Foto einblenden. Ach, und dieser Stoff, es war auch ein Leo-Stoff und zwar in Orange. Lila. Und ich habe mich verliebt und ich möchte diese Bluse heute genau so nähen. Der Schnitt ist eben von der lieben Julia von Lillisholm und Pelle. Ich war auch mal bei ihr vor Ort, wir kennen uns also. Und ich habe dort ein Nastja Trift gedreht, das kann ich euch da an dieser Stelle gerne einmal verlinken. Das Schnittmuster ist Nummer 79 Hemdbluse Linnea von Lillisholm und Pelle. Und es ist relativ neu. Ich verlinke euch natürlich alles, was ich heute nutze, hier unten. Das hier heute wird meine allererste Bluse. Und es wird keine klassische Nähanleitung, wie nähe ich eine Bluse. Da hat nämlich die liebe Julia vorgesorgt. Es gibt eine ganz ausführliche Nähanleitung auf YouTube von ihr dazu. Und daran werde ich mich orientieren. Das hier heute wird eher ein Vlog. Und ich nehme euch mit bei meinen Erfahrungen, die ich so sammle und wie ich mich hier so anstellen werde. Starten wir einfach mal mit dem Material. Für die Bluse brauchen wir eine Webware-Stoff, zum Beispiel wie ich hier einen fließenden Viskosestoff. Außerdem etwas Einlage. Ich nehme hier die H200. Die H180 wird empfohlen, aber die hatte ich gerade nicht da. Außerdem Nähzubehör, eine Mikrotex-Nadel bei Viskose wird empfohlen, den Schnitt und später braucht ihr optional noch Knöpfe. Kommen wir mal zum Stoff. Er ist so wunderschön. Ich habe ihn auf der H&H gesehen. Es ist eine Viskose in lila, Orange, Leo und er ist designt von der lieben Anke von Cherry Picking. Wir kennen uns auch schon ewig. Ganz viel Liebe geht drauf. Sie macht ganz großartige Sachen. Der Stoff wird bei Swarfing erscheinen, aber erst im Sommer. Ich konnte aber Anke bezirzen, sodass sie mir noch ihren Reststoff, den sie noch da hatte, davon geschickt hat. Wie mega ist das bitte? Ein riesen fettes Dankeschön an dieser Stelle. Der Stoff hat auch eine mega coole Webkante und ich finde es fast zu schade, das wegzuhauen. Ich werde mal schauen, ob ich das noch irgendwie integrieren kann. Das restliche Material für meine Bluse habe ich jetzt bei stoffe.de bestellt und an dieser Stelle möchte ich euch da nochmal Igral vorstellen. Igral kennen sicherlich von euch auch schon ganz, ganz viele. Ich nutze es nämlich auch schon sehr lange und sehr gerne beim Online-Shoppen. Das ist eine Plattform, mit der ihr beim Online-Shoppen Geld zurückbekommt. Ich kann euch ja hier mal mein Guthaben zeigen. Das sind schon fast 200 Euro bestätigtes Guthaben. Ab 20 Euro kann man sich das Ganze auszahlen lassen als PayPal-Überweisung oder als Banküberweisung. Und es gibt eben über 1700 Partnershops, bei denen ihr eben solches Cashback sammeln könnt. Und Cashback sind in diesem Moment keine Punkte oder sowas, sondern wirklich Cash. Also wahres Geld, das ihr zurückbekommt. Ihr seht, wo ich schon geshoppt habe, stoffe.de, Etsy, aber auch booking.com. Da lohnt sich das auch richtig, weil man ordentlich Cashback zurückbekommt. Aber auch die ganzen kleinen Sachen sammeln sich natürlich auch über die Zeit. Ansonsten ist Adobe mit dabei, Blume 2000, aber eben auch Centerparks und. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Shops. Eine Sache als Tipp hier, auch wenn ihr schon bei Igral seid, ihr könnt bei Igral auch Freunde werben. Dann bekommt ihr 5 Euro Cashback nochmal extra gut geschrieben pro aktiven Freund plus lebenslang 10% vom Cashback eures Freundes. Also das seht ihr bei mir hier auch immer mal zwischendurch. Igral ist dabei übrigens für euch komplett kostenlos. Ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt euch entweder direkt von der Igral-Webseite zum Shop umleiten lassen. Ihr könnt auf den Shop gehen und den Cashback-Melder installieren. Das ist ein kleines Plugin, was immer aufpoppt, wenn ihr auf einem Shop unterwegs seid, wo es Cashback gibt. Oder ihr nutzt einfach die Igral-App. Auf einen der drei Wege aktiviert ihr also euer Cashback und geht dann ganz normal online shoppen. Ich habe hier bei stoffe.de also ein paar zusätzliche Sachen für meine Bluse bestellt und der ein oder andere Stoff ist auch noch hängen geblieben. Und nach kurzer Zeit der Bestellung ist dann das Cashback auch schon bei mir im Konto vorgemerkt. Je nach Shop und je nachdem, was ihr gekauft habt, dauert das dann eine Weile, bis euer Cashback final bestätigt ist. Und wie gesagt, ab 20 Euro bestätigten Cashback könnt ihr euch das Ganze einfach auszahlen lassen. Per PayPal oder Banküberweisung.
Und damit das Ganze bis zur ersten Auszahlung ein bisschen schneller geht, habe ich einen speziellen Link für euch. Damit bekommt ihr nicht nur 5 Euro Startguthaben, sondern direkt mal 10 Euro Startguthaben. Und ihr habt direkt die Hälfte für eure erste Auszahlung schon startklar. Neben dem klassischen Cashback gibt es bei Egal übrigens auch ganz viele Deals und Gutscheinaktionen. Und noch bis zum 14. Mai gibt es die Muttertag-Specials. Und da gibt es erhöhte Cashbacks, aber eben auch nochmal ganz viele besondere Deals und Aktionen. So, ich habe hier mein Stoffe.de Cashback gesammelt. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Ihr könnt euch die Hemdbluse Linnea auch bei Makerist als E-Book kaufen und auch bei Makerist zum Beispiel Cashback sammeln. Ich warte dann jetzt mal auf mein Paket und kann ja in der Zwischenzeit schon mal loslegen mit dem Stoffzuschnitt. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt in den Vlog-Modus. Weil im Schnittmuster keine Nahtzugabe enthalten ist, habe ich hier mal das neue Zuschneidetool von Schnittenliebe getestet. Da kann man nämlich die Nahtzugabe einstellen und dann schneidet man einfach mit der Schere um das Schnittteil drumherum. Ziemlich cool. So, den Zuschnitt habe ich fertig. Ich habe mir das einmal abgepaust mit Architektenpapier. Ja, dann noch 2 Schnittteile, so sieht das dann aus. Und ich habe alles zugeschnitten, das meiste davon in der Küche, einfach weil da der Boden immer so schön groß ist. Und ich habe hier auch schon die ersten Sachen mit Einlage beklebt. Jetzt werde ich mir mal die Anleitung schnappen. Und es gibt zum Glück auch ein ausführliches YouTube-Video von Julia. Das werde ich mir auch gleich mal angucken. Und dann nehmen wir die erste Bluse. Ich bin sehr gespannt. Was machen wir als erstes? Brustabnäher. Super, das geht. Das sollte ich hinkriegen. So, und jetzt ist natürlich der absolute Klassiker passiert. Vorderseite habe ich zu Ende bearbeitet, die Brustabnäher gemacht. Und jetzt brauche ich hier diese Knopfleisten. Und Julia erzählt mir hier, ich hätte die im Bruch zuschneiden sollen. Heik aber nicht. Bei mir sind die zu schmal. Dachte ich, na gut, schneide ich es nochmal zu. Und da sind alle Schnittteile da, außer das. Das fehlt natürlich. Aber es muss ja da sein, weil ich habe es ja zugeschnitten. Und ich schwöre, Leute, das ist mir schon so oft passiert, dass dann ein Schnittteil nicht richtig war. Kein Meldeuntergang. Aber es ist dann halt auch immer direkt weg. Na gut, schneiden wir es nochmal zu. Also, ich habe meine neuen Knopfleisten jetzt zugeschnitten und jetzt sind sie auch so breit, wie sie sein sollten. Ich soll sie jetzt versäubern. 3 Faden Overlock, dann sieht das auch schön aus. Wusstet ihr, dass man zum Versäubern an der Overlock nur eine Nadel nimmt, also mit 3 Faden Overlocknaht, ist wohl besser und spart Garn. Das sieht schon gut aus, oder? So, jetzt werden vorne die Ecken im Ausschnitt zurückgeschnitten und dabei nur den oberen Teil, nur den oberen Stoff bis zur Naht. Da lobt man sich eine scharfe Stoffschere. Hat die gleiche Schere wie ich im Video. So, jetzt ist nur die große Frage, stelle ich das mit Lila ab oder mit Rot? Ich habe Rot schon aufgehangen, ich stecke es mit Lila ab. Das ist das Letzte, was ich heute machen werde. Dann ist für heute erstmal Feierabend. Treff schon die Nadel nicht mehr, das ist kein gutes Zeichen. Schon so mega gut aus. Ach, ich freue mich so. Die Farben, Wahnsinn. So, hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 von dem Projekt. Aber zwischenzeitlich ist meine Bestellung angekommen und das Wichtigste sind die Knöpfe. Dann habe ich mir noch ein bisschen Musselin bestellt, ein bisschen Bündchen und 2 super schöne Sommerstoffe für mich. Ich weiß noch nicht so genau, was ich draus mache. Auch so ein fließender Viskosestoff. Und hier haben wir auch noch eine Webware. Gut, wie es immer so ist, ich wollte Knöpfe bestellen und ist ein bisschen mehr hängen geblieben. Dafür gab es ja dann umso mehr Cashback. Als nächstes wird die Passe hinten gemacht. Das wird einmal eingekräuselt und angenäht. Es gibt 3 schwierige Stellen. Das sind die Knopfleiste. Das ist die am wenigsten schwierige. Die habe ich jetzt schon. Dann gibt es die Manschetten und natürlich der Kragen. Habe ich auch noch nie gemacht. Bin ich gespannt drauf. Mal gucken, ob ich alles heute schaffe. Let's do this! So, und hier sehen wir schon, das Rückteil ist wesentlich breiter als die Passe. Das heißt, ich nähe jetzt hier einmal mit einem Geradstich lang, ohne zu verriegeln und maximaler Stichlänge. Und dann kräusel ich das so ein bisschen ein, dass sich das quasi auf die gleiche Länge von der Passe zieht. So, dann hier hat irgendein Problem mit der Fadenspannung. Ach, diese Maschine, Leute. Aber kräuselt dadurch automatisch ein. Ist mir in dem Moment, kommt mir gar nicht so ungelegen. Das ist eine Smart-Maschine. Das passt auch fast genau. Das ist ja Wahnsinn. Cool, ja, einmal die Fadenspannung nicht richtig einstellen und dann passt das. Sie näht normal. Ich weiß nicht, wie
genau, was das Problem eben war, aber gut. Ich nähe hier noch ein Label mit ein. Ein Bam Verliebt Label. Das soll hinten mittig auf der Passe sein. Das finde ich eine witzige Idee. Das ist ja süß. Hier ist mein Bam Verliebt Label mit drin. Ich bin jetzt schon wieder ein ganzes Stück weiter und zwar habe ich die Schultern fertig genäht. Also wir hatten ja die Passe hinten gemacht, dann habe ich die Schultern fertig genäht und das sieht ja schon irgendwie fast aus. Und jetzt geht es weiter mit den Ärmeln und ich nähe ja mit Manschetten und deswegen bin ich jetzt hier in ein anderes Video gesprungen. Ein Ärmel habe ich soweit schon vorbereitet und zwar habe ich hier diese Ärmelriegel angenäht und auch den Schlitz schon verarbeitet und die kleine Falte hier genäht und das gleiche mache ich jetzt nochmal bei Ärmel Nummer 2. Und jetzt nähen wir hier diesen Schlitz an und das ist so eine kleine Besonderheit. Ich mache das ja auch zum ersten Mal, ne? Aber ich habe das jetzt schon einmal gemacht und man legt dann hier, zieht man die Kante vom Schlitz so rum und näht das dann quasi auf der anderen Seite, näht das hier unter der Nähmaschine alles zusammen als gerade an. Ich habe jetzt hier nämlich die eine Kante nochmal versäubert, einfach weil ich das dann einfacher finde. Das hatte ich eben auch schon gemacht. Jetzt wird das hier um die Nahtzugabe gelegt und dann umgeklappt. Und das wird dann einmal ringsherum festgenäht. So, ich habe den Schlitz jetzt hier fertig und ich finde, es ist sehr, sehr, sehr gut geworden. Also dafür, dass ich das erste Mal gemacht habe. Das wird jetzt noch so eingebügelt, dass das hier um die Ecke kommt und wird dann nachher mit der Manschette dann noch zusammengenäht. Und ich kann jetzt hier den Ärmel in die Bluse einsetzen, beziehungsweise beide Ärmel. So, ich bin jetzt an einem Punkt, dass ich mir die Bluson einmal überwerfen kann. Schon mal eine erste Idee kriege, wie das nachher aussieht. Ah, ich freue mich, das wird sehr cool. Was ich jetzt gemacht habe, also die Ärmel sind jetzt angenäht und ich würde jetzt als nächstes die Seitenkanten schließen. Und jetzt ist der Punkt, wo ich mir überlegt habe, wo ich denn und welche Label ich anlegen möchte. Also zum einen haben wir hinten in der Passe das kleine Label. Dann möchte ich unten am Bund die kleine Kassette haben. Die macht natürlich so platziert überhaupt keinen Sinn. Ich mache sie mir nur daran, damit ich nachher dran denke. In der Seite habe ich mir einmal mein DIY-Eule-Logo eingeklemmt, dass ich das gleich mit annähe. Und auf der Innenseite dann so ein Wäscheetikett, The Handmade by Me. Alle Infos zum Thema Label und Etiketten kann ich euch gerne an dieser Stelle mal verlinken. Dazu habe ich ein separates Video gemacht. Und, glaube ich, habe ich am Anfang schon erwähnt, ne, dass ich diese Borte, wer ist denn, das komme ich gerade nicht drauf. Egal, das finde ich sehr, sehr schön. Da ist nämlich die Anke drauf. Das mit Anke, das habe ich mir ausgeschnitten. Und nochmal dann das Schnittmuster der Passe angelegt und mir das so zugeschnitten, dass ich das hinten quasi in die Bluse, in den Nacken einnähen werde. Ich finde das so schön und so eine coole Idee. Das Ganze werde ich mir an dieser Stelle jetzt unten festkleben und dann einfach nochmal von außen in der gleichen Naht nähen wie vorher, um das Ganze mit festzunähen. Und oben steppe ich das auch mal mit fest, obwohl oben könnte ich ja dann hier tatsächlich direkt auch mein Größenetikett mit einnehmen. Da spricht er jetzt wenig dagegen. Jetzt nehme ich mir hier meinen Zauberstift. Das ist ein Fixierklebestift. Mit dem kann man vorübergehend fixieren. Und für so eine Sache ist das großartig und das klebt nicht an der Nadel. Ich finde das so cool. Und das nähe ich jetzt mal an. Sehr, sehr cool. So, dann schließen wir jetzt mal die Seitennähte. Es wird immer mehr eine Bluse.
Tada, das wird richtig gut. Jetzt kommt der Kragen. Ich habe den Kragen vorbereitet, jetzt sogar richtig herum. So kommt er dann nachher daran. Und ich habe auch schon den Innensteg umgebügelt. Das ist jetzt das Nächste. Und jetzt stecken wir den Steg, glaube ich, an den Rücken. Und dann wird der Kragen angenäht. Und dann gucken wir mal, wie ich mich dabei mache. Okay, wir drehen das erstmal auf rechts. Stecken wir den Steg ringsherum an. Und jetzt bin ich dabei, den Kragen gerade auf den Steg zu stecken. Und soweit sieht das alles noch ganz richtig aus. Aber ich nehme mir diesmal auch ganz viel Zeit und versuche, das alles richtig zu machen. Weil diese Bluse werde ich, glaube ich, sehr lieben. Und der Steg und der Kragen sind fixiert. Ach so ist es nachher. Jetzt macht das auch Sinn, ne? So wird das nachher. Jetzt habe ich verstanden, was ich hier nähe. Okay, ich glaube, jetzt nehmen wir den Gegenstück. Ich gucke mir kurz die Anleitung an. Ich habe das angenäht. Und jetzt können wir den Steg einmal umklappen und gucken, wie das aussieht. Das ist ja schön. Man wird dann hier auf die vorher gesetzte Naht draufgesteckt und ich nehme mal an, dass wir das im Nahtschatten dann nochmal absteppen. Ich werde das wieder kleben dann. Ich finde gerade bei solchen Nähten das gut, einmal zu kleben vorher. Dann weiß man nämlich, dass das alles da ist, wo es hin soll. Eine kurze Liebeserklärung an diesen Klebestift. Und der wäscht sich dann beim Waschen wieder raus. Logbuch, Kragen ist dran und fertig und sieht soweit gut aus, oder? Das ist doch mal ein Kragen. Kann man doch voll machen, voll gut. Hi und herzlich willkommen zum dritten Tag von Ich nähe mir eine Bluse. Heute machen wir die Manschetten. Ich habe gerade schon eine Manschette fertig angenäht und das ging erstaunlich gut. Also ich hatte da ein bisschen Respekt vor, aber das war echt easy. Also vor allem vielleicht zum Kragen ist das gar kein Problem. So, ich habe hier meinen Manschettenteil schon einmal vorbereitet. Ich habe die obere und die untere Kante umgebügelt und das Ganze wird jetzt hier an den Ärmel angesteckt. So sieht das jetzt aus bei mir. Und jetzt nähen wir hier die Seitenkanten. Dafür wird das einmal so gelegt, umgeklappt. Bei der unteren Lage wird die Nahtzugabe nach unten geklappt. Und bei der oberen Lage der Manschette bleibt die, wo sie ist. Das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Und so sieht das jetzt aus. Und ich wende das Ganze jetzt und klappe das einmal um. Und das wird jetzt hier unten wieder in Form gesteckt und dann wird hier wieder die Naht drüber geklappt. Das ging bei dem anderen ganz gut. Ich habe das wieder geklebt und dann wird die Manschette einmal ringsherum festgenäht und das war es dann tatsächlich auch schon mit der Manschette. Ist auf jeden Fall machbar. Das Letzte, was ich jetzt noch machen muss, ist der untere Saum. Das heißt, das ist jetzt easy peasy. Lemon Squeezy einfach einmal ringsherum abnähen. Dann, nicht vergessen, noch das letzte Label anbringen. Und was ich fast vergessen hätte, bin ich nämlich leider immer noch nicht fertig, sind dann nur noch ein paar Knöpfe und Knopflöcher. So, die erste Anprobe. Ich habe die Bluse schon an. Wenn ich mich jetzt nach hinten nähne, sehe ich aus dem Bild, weil ich die Kamera so komisch eingestellt habe. Ich versuche gerade rauszufinden, wo und wie viele Knöpfe ich machen werde. Zwei reichen mir wahrscheinlich. Ich werde sie jetzt eh nicht so tragen. Ne? Ich könnte, aber ich werde nicht. Vielleicht mache ich noch einen dritten. Und im Video kam gerade die coole Idee, für die Manschetten Druckknöpfe zu nehmen. Oder ich mache da auch Druckknöpfe, aber die könnten dann, ne? Obwohl, es hat eine gute Größe hier. Es passt noch. Ich schau mal, was ich da habe. So, ich habe jetzt die ersten zwei Druckknöpfe angebracht und ich bin total begeistert. Das ist der Wahnsinn. Ich nutze gerade wieder das neue Prim Vario Creative Tool. Ich muss noch lernen, wie es heißt. Das ist diese Presse, die Vario Zange nämlich
ersetzt und damit geht das so perfekt. Ich werde darüber noch ein ganz ausführliches Video machen, aber ich mache damit jetzt alle Druckknöpfe an dieser Bluse und ich bin jetzt schon happy, dass ich keine Knopflöcher und nichts nähen muss. Ta! Mega gut. Das mit den Druckknöpfen und dieser Zange war echt eine großartige Idee. Und die Bluse ist fertig und ich freue mich mega. Aber ich bin so happy, ich bin fertig. Ich würde sagen, wir starten dann in die Abmoderation. So ihr Lieben, tada, meine Bluse ist fertig und ich liebe, liebe, liebe sie. Es ist auf jeden Fall machbar, vor allen Dingen, wenn man sich Zeit nimmt. Und das wirklich gut war, weil ich hier privat eigentlich so viel zu tun hatte, konnte ich gar nicht an einem Stück nähen, sondern habe an 3 Tagen genäht, immer so ein bisschen was. Und da immer mit einem frischen Kopf reinzugehen, bringt auf jeden Fall etwas. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an den Gral an dieser Stelle für die Unterstützung in diesem Video. Denkt an meinen Link, der ist unten in der Infobox. Damit bekommt ihr direkt 10 Euro Startguthaben anstatt 5 und könnt loslegen. Und aktuell sind noch die Muttertags-Specials. Das heißt, schaut unbedingt vorbei. Es gibt Cashback-Erhöhungen, besondere Deals und Gutscheinaktionen. Dann schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, ob ihr schon mal eine Bluse genäht habt und wovor ihr so ein bisschen Angst habt, was so euer Masterpiece sein könnte beim Nähen. Also das ist auf jeden Fall das krasseste an Kleidungsstücken, was ich bis jetzt, glaube ich, genäht habe. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden und ich freue mich, momentan so reinzurutschen in das Kleidung nähen für Erwachsene. Das mache ich ja noch nicht so lange. Genau, wir treffen uns in den Kommentaren. Ich freue mich und wir sehen uns nächsten Dienstag hier wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dahin. Tschüss.